Segler- und Ruderschaluppen aus den verschiedenen europäischen Königshäusern der Epoche 1736 bis 1814 haben es ihn angetan. Sie fertigt Ivan Tirtain am liebsten, und zwar so detailgetreu wie möglich. Und da hat er bei Schiffen aus dem Barock oder Rokoko einiges zu tun, denn die sind reichlich verziert. Rokoko hat für meinen Geschmack das Szene, also die schönste Zeit, wo die schönste Kunst ausgedacht ist. Weil eine Linie hatte sehr, von Anfang bis Ende hatte sehr harmonische Bewegung. Und wenn Sie mal schauen, allein von der Pegasus bis der Heckspiegel, das alles ist eine Linie, die in einer Harmonie bewegt sie. Und ein Punkt zum der andere hatte auch einen harmonischen Anschluss. Und das Schiff, also zuerst, das Dekor, was das Schiff getragen hat, hat mich fasziniert, weil ich besitze Originalpläne. Und nach diesen Plänen habe ich auch die Rekonstruktion gemacht in dieser Größe. Das entspricht 1:18. Wie lange er an einem solchen Modell sitzt, das kann Ivan Tirtain so pauschal nicht sagen. Aber die Zahl der investierten Stunden dürfte in die Hunderte gehen. Schiffe sind sein Leben, das merkt man sofort, wenn Ivan Tirtain einen durch sein kleines Museum im Kreskbronner Schlössle führt. Eines seiner Lieblingsstücke, die Caroline-Yacht, die er nach Originalplänen des englischen Königshauses aus dem Jahr 1748 nachgebaut hat. Ins Auge sticht dabei vor allem die prunkvolle Inneneinrichtung, die auch beim Modell von Ivan Tirtain nicht fehlen darf. Und wenn Sie mal jetzt von hinten anschauen, durch das Fenster, und wenn Sie ganz rangehen zum Fenster, ja, möglich ist nicht heute, weil steht alles um die Vitrine, dann verliert sie das, also das Außenwelt verliert sie und das Auge konzentriert sich nur auf diesen kleinen Raum. Und dann kann sie kriegt man eine Vorstellung, dass man wirklich irgendwo von außen durch das Fenster so einen prachtvollen Raum vor die Augen hat. Weil das ist sehr aufwendig dekoriert, sehr aufwendig verschnitzt und wirkt so einfach, obwohl das alles in Miniatur ist, da wirkt auf den Betrachter wie ein Originalteil. Originalgetreu auch die Vasaorden, die Staatsschaluppe des schwedischen Königshauses. 1774 wurde sie erstmalig erwähnt. Bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria stand sie in diesem Sommer wieder im Mittelpunkt. Die Ruderer, obwohl mit dem Auge sind gerichtet auf dem Aktersalon, die dürften nicht im Salon hineinschauen. Da weiß kein Mensch, aber das ist alles in diesem Ritual, dass die Leute im Salon, wenn sie die König, also die Würdenträger befinden, die dürfen nicht im Salon schauen. Schwimmende Kunstwerke heißt die Ausstellung im Kreskbronner Schlössle. Jetzt außerhalb der Saison ist sie offiziell geschlossen. Nach vorheriger Absprache führt Ivan Tirtain aber gerne persönlich durch das Museum. Und er arbeitet an seinen Ausstellungsstücken. Denn eines ist für ihn klar. Seit eh und je, so wie ich mich kenne, seit jüngste Kindheit, habe ich immer Schiffe gebaut. Und bis heute. Und ich darf das nicht mehr aufhören, sonst werde ich von einmal alt. Ich muss immer weiter Schiffe bauen. Derzeit arbeitet er an seinem Meisterstück, wie er sagt. Einem Märchenschiff, das einst für König Ludwig II. Entworfen wurde. Man darf also gespannt sein. Ende 2010 soll das Werk vollendet sein.